Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Doctor Who, die Unendlichkeitszoo. Jetzt, wo wir unseren Fallschraubenzieher wieder haben, können wir ja ein bisschen für Unruhe stoffen, sorgen. Jetzt hoffe ich mal, dass die nette Dame mal wiederkommt, dass ich ihr Gewehr außer Kraft setzen kann. Na komm schon. Bleibt sie. Affen, vernichtet sie. Du gehörst mir, Affe. Weg mit dir. Ich bin kein Affe. Miststück. Okay, sie ist weg. Passiert nichts. Kann ich runterrutschen? Nein, doch gar nicht. Jetzt probieren wir mal, das Ding aus seiner Kraft zu setzen. Ah, vielleicht müssen wir gleichzeitig. Ich brauche zwei definitive Song brauche ich. Sonst klappt das hier gar nicht. Aber wahrscheinlich kriege ich die Türen jetzt auf. Die Tür kriege ich wahrscheinlich auf. Doppelsteuerung. Wo ist River Song? Ich habe keine Ahnung. Ah, das kriege ich auf. Na, komm. Aha. Ein Schritt weiter. Nein, ich muss nicht hochfahren. Junge, nicht hochfahren. Die Dampfpumpen sind aufgebaut. Bald werden wir die Erde zurückerobern. Aber nicht heute, unter meinem Dienst. Das ist doch nicht was. Hier hoch, oder? Ah. Sind wir hinter der anderen Tür. Cool. Komm schon. Jawohl. Rüber, Schatz, ich komme. Oh, von der anderen Seite versperrt. Hätte ja können sein, dass da auch noch was ist. Kann ich es betätigen? Nein. Ein Wahrnehmungsfilter mit River Song als Motiv. Aha, ich hab's geschafft. Und hier liegt River Song. River, Schatz, wach auf, mein Liebling. Ich fühle mich mies. Wo? Oh nein, meine Pistole. Mein Lippenstift, wo sind sie hin? Ach du Schande. Sie sind jetzt 331 Jahre in der Zukunft. In der Vergangenheit. Wir sind noch weiter in der Vergangenheit. Na super. Die Stille hat sich herabgesenkt. Benutze mich dazu, den Doktor zu vergessen, eine Nachricht zu hinterlassen. Und dir selbst eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Lieben Grüße, Küsschen River. Was ist hinter dieser Tür? Das ist alles falsch. Dieser Korridor sieht verlassen aus. Und zu groß für das Haus außenrum. Muss ich noch eine Scheibe drehen. Wann ist eine Wand keine Wand? Ich habe sowas schon mal gesehen. Biomimetische Leitungen, Duraluminiumbeschichtung, Tunnel unter der Erde. Das ist ein Komplex der Silent. Wie komme ich jetzt hier hoch?
Professor Song. Sachte jetzt. Das kriegen wir hin. Diese Blitze. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und der Wind. Ich muss nur an diesen Wachen vorbeikommen. Du hast es doch schon geschafft, Oliver. Eine Tagungszeit, jawohl. Und rein da. Finde den Überschallschrauber des Doktors. Der ist 331 Jahre in der Zukunft. Der Überschallschrauber muss irgendwo hier drin sein. Vielleicht da oben. Vielleicht. Ich gehe jetzt mal ganz... Ah, ein Tagebuch halt. Dachte ich mir doch. Der Doktor muss ja irgendwo sein, wenn er den Schallschraubenzieher hier hingebracht hat. Ich brauche den Überschallschrauber. Ich weiß, dass er da oben ist. Aber wie komme ich da hoch? Das wirst du gleich erfahren, mein Schatz. Siehst du, bist du schon fast ganz nach oben. Wir haben es fast geschafft. Was ist hier draußen? Ne, ich gehe mal wieder rein. Falls auf der anderen Seite was sein sollte. Ah, komme ich nicht hoch. Aber so komme ich hoch. Jawohl. Gut, jetzt habe ich den Schrauber. Damit sollte ich jetzt den seltsamen Korridor und seine Sackgassenwand etwas näher betrachten. Finde die Tür, die du aus dem Augenwinkel siehst. Finde die Tür, die du aus dem Augenwinkel siehst. Hä? Was ist denn jetzt damit gemeint? Was draußen ist? Upsa. Dann gehen wir nach oben und dann nach unten. Tagebuchseite, dachte ich mir. Ab. 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 Ah, oh, River. Kannst dich nicht festhalten, oder was? River, du machst mich gerade leicht sauer. Ich will die Tagebuchseite haben. Sag mal. Ne, kann ich nicht benutzen. Warum klappt das denn nicht? Aha, geht doch. Herzchen, was machst du denn für einen Mist? Hm? Die analysiert gar nichts. Sie sagt gar nichts. Schade eigentlich. Wo sind wir jetzt hier? Öffne die Tür, die sich in deinem Augenwinkel befindet. Was heißt das? Ach, da muss ich erst hin, wenn ich die Tür aufgenommen habe, okay, aufbekommen habe. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Und dass hier Schädel gesammelt werden, das ist schon ziemlich seltsam. Sehr, sehr seltsam. Aber offenbar bin ich hier so etwas wie eine Grabstätte gefangen. Und komischerweise sind hier moderne Leitern und Särge. Mysteriös.
Au revoir. Heute Nacht wird mir kein Schurke entkommen. So. Nein! Ich warte, bis er wegguckt. Guck weg! Ich habe noch nie in meinem Leben einen solchen Sturm gesehen. Das ist das letzte Mal, dass ich mich zur Nachtwache melde. Wenn du befördert werden willst, musst du es halt eben machen. So. Wir haben es geschafft. Silence. Nein, 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 nicht hier, nicht jetzt. Stasisfelder. Ich muss jedes davon abschalten. Sie aufhalten. Wenn ich es zu einem der Felder schaffen kann, wird die Zeit außerhalb einfrieren. Und die Silence werden bleiben, wo sie sind. Ein Stasisfeldgenerator. Na, das ist aber mal praktisch. So, finde einen Weg, um den Stasisfeldgenerator zu erreichen. Folge dazu den Silence und bewege dich von einem zum anderen dabei. Behalte die Silence in Rivers Blickfeld. Wenn du alle Silence aus den Augen verlierst, wirst du alles vergessen und musst neu beginnen. Oh. Während du dich in einem Stasisfeld befindest, werden alle Silence eingefroren. Ich muss ihnen aus dem Weg gehen, aber ich muss sie im Auge behalten. Das wird schwierig werden. Oh, jetzt könnte ich meine Pistole brauchen. Aber ich muss an ihnen vorbei. Ich muss sie im Auge behalten, immer von einem Silent zum nächsten. In dem Moment, in dem ich keinen von ihnen sehe, vergesse ich alles. Wer weiß, wo ich dann landen werde. Ein Feld geschafft. Jetzt einfach die Silence. Oh. Das ist jetzt ärgerlich. Ich darf sie nicht aus den Augen lassen. Nicht für einen Augenblick. Das hier ist kein normaler Silent-Außenposten. Das ist ein Hub. Sie machen hier irgendwelche Experimente mit Stasisfeldern. Aber warum? Die Geheimnisse des Zeitsturms werden uns sein. Silence. Ja, wir müssen aus dem Spiel kommen. Ich muss euch sehen. Ich darf nicht vergessen. Ich hab doch gerade einen gesehen. Das ist unfair. Ich muss ihnen aus dem Weg gehen, aber ich muss sie im Auge behalten. Das wird schwierig werden. Oh, jetzt könnte ich meine Pistole brauchen. Aber ich muss an ihnen vorbei. Ich muss sie im Auge behalten, immer von einem Silent zum nächsten. In dem Moment, in dem ich keinen von ihnen sehe, vergesse ich alles. Wer weiß, wo ich dann landen werde. Da ist er. Diese Welt gehört uns. Du musst den da im Auge behalten. Das ist aber echt gut gemacht. Muss ich sagen, wenn ich einen vergesse, auf der Hand zu gucken, dann... Die Geheimnisse des Zeitsturms werden uns sein. Nein, werden sie nicht. Ihr könnt uns nicht bekämpfen.
finde ich sehr, sehr schade, dass man euch noch nicht bekämpfen kann. Das ist die nächste. Ich darf nicht vergessen, dass ihr da seid. Ich muss euch im Auge behalten. Sie ziehen ihre Energie von irgendwo anders und konzentrieren sich durch den Stasisfeldgenerator. Dieser Korridor. Noch mehr Leitungen führen in Richtung St. Paul. Und da ist so eine Art Energie. Ich fühle sie in der Luft. Oh, das ist knifflig. Boing. Ah, du hast es geschafft. Geschafft. Moment mal. Was wollte ich noch? Nein. Ah, fast geschafft. Hingelaufen. Nein, wo bin ich hingelaufen? Oh, ist das ärgerlich. Ich darf sie nicht aus den Augen lassen. Nicht für einen Augenblick. Das hier ist kein normaler Silent-Außenposten. Das ist ein Hub. Sie machen hier irgendwelche Experimente mit Stasisfeldern. Aber warum? Bleibt, wo ich euch sehen kann. Ich muss euch... Da war... Oh. Das ist so kompliziert. Ich muss ihnen aus dem Weg gehen, aber ich muss sie im Auge behalten. Das wird schwierig werden. Oh, jetzt könnte ich meine Pistole brauchen. Aber ich muss an ihnen vorbei. Ich muss sie im Auge behalten, immer von einem Silent zum nächsten. In dem Moment, in dem ich keinen von ihnen sehe, vergesse ich alles. Wer weiß, wo ich dann landen werde. Den da unten. Mein Gott, ist das kompliziert hier. Ja, okay, da ist einer. Komm zurück, ich brauch dich. Ich brauch deinen. Ich muss dich ganz schön angucken. Ah, da sind welche, okay. Finde einen Ort zum Winterschlaf. Verstanden. Ich stehe auf Küste. Also behutsam bleiben. Zeit zu verschwinden. Oh. Ich bin fertig mit dem Überschallschrauber. Zeit, ihn zu verstecken. Und wo? Ach ja, die Engelsfigur. Ah.
Eine ruhige Wacht. Nichts bewegt sich. Oh, den ganzen Weg, ey. Ah, ich verstehe. Erledigt. Ich hoffe, dass du das findest, Doktor. Das wird er schon finden, keine Sorge. Das wird kein anderer finden derzeit. Und rein da. So. Jetzt haben wir schon alles erledigt gehabt. Gott sei Dank ist es auch gespeichert worden. Und weiter geht's. Das mache ich jetzt auch zu Ende. Und hopp. Hopp. Ich muss ein gutes Versteck finden, wo ich die Jahrhunderte über warten kann, bis ich den Doktor wieder treffe. Eine Krypta vielleicht? Hm. Das wäre von passender Dramatik. Jetzt runter in die Krypta. Ich habe eine Verabredung mit einem Sarkophag. Ja. Da sind wir. Kommen wir zur Aktivierung des Wahrnehmungsfilters. Ah! Perfekt. Zeit für ein Schläfchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hier liegt River Song. Ah, du weißt ja, ich liebe die Gruft. So, ich weiß nicht, ich hatte jetzt gespeichert. Guck mal eben. Ich weiß nicht, ob er jetzt gespeichert hat. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben wieder. Das wird wahrscheinlich noch ein längerer Part werden. Ja, das muss ich machen. Es braucht nur zwei, um sie zu öffnen. Weiter geht's. Wir müssen nach unten. Ne, wir müssen nach unten, war das. Rein. Na komm. Es ist eine Silurianer-Tür. Homo Reptilia. Doktor, was geht hier vor? Die Rohre führen alle von hier unten nach oben. Wir müssen herausfinden, was die Homo Reptilia vorhaben. Was auch immer es ist sicher nichts Gutes. Und der Zeitsturm? Wir stellen seine Priorität erstmal zurück, oder? Das ist falsch. Die Homo Reptilia haben die Erde nie im 19. Jahrhundert angegriffen. Die Zeit ist falsch. Und wir müssen es richtig machen. Geschafft. Okay. Ah, wir müssen wieder verbinden machen. Fangen wir mit dem Stern an. Gut. Ah, geschafft. Wow, cool. Dann müssen wir nach unten. Oh, tief in die Erde. Felsen. Doktor, sieh nur. Das ist eine silurianische Siedlung. Homo Reptilia River. Aber ja, ein enormer Komplex. In den Fels unter der Erde gebaut. Was haben Sie hier unten vor? Okay. Ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.